Hast du vielleicht Probleme mit dem Zyklus? Blutest zu stark, du hast zu starke Schmerzen und irgendwie scheinen deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten zu sein? Dann gibt es hier vielleicht einen ganz einfachen Ansatz, denn es gibt Lebensmittel, die direkten und indirekten Einfluss auf deine Hormonproduktion haben. Und drei von diesen Lebensmitteln bzw. deren Inhaltsstoffe möchte ich mit dir heute mal auseinanderklamüsern und dann wird dir gleich klar, was eigentlich Ernährung für einen Einfluss auf deinen Zyklus hat. Mein Name ist Dr. Beth Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich dir selbst helfen, dir selbst besser helfen zu können. Ich biete dir einfach Fachwissen, das alles für umsonst. Was du dabei tun könntest, um ein Danke zu sagen, ist einfach nur einmal hier unten klicken und mir ein Abo dalassen. Fangen wir an mit einem Stoff, den wir alle sehr mögen und sehr schätzen, Zucker. Ja, die Zuckerkeule wird ausgepackt, aber du wirst in wenigen Minuten checken, warum das so einen extremen Einfluss auf deinen Zyklus und deine Hormonproduktion haben kann. Denn was macht Zucker, wenn wir ihn schlucken? Du wirst davon gehört haben, Insulin wird ausgeschüttet. Insulin ist quasi der Stoff, der dazu führt, dass Zucker aus dem Blutgefäßsystem in die Zellen transportiert wird. Also, unser Körper will eigentlich, dass der Blutzuckerspiegel im Blutgefäßsystem relativ konstant ist. Nun ist Insulin aber auch ein unglaublich wichtiges Hormon. Und ein Überschuss eines Hormons ist nie wirklich gut. Und dann sprechen wir über die sogenannte Hyperinsulinämie oder auch die Insulinresistenz, womit wir in Zukunft viel, viel häufiger zu tun haben werden, als wir es in den vergangenen Jahrhunderten getan haben. Denn in fast allen Lebensmitteln ist irgendwie zusätzlicher Zucker drin. Du kannst dir das so vorstellen, dass unser Körper irgendwann, wenn sehr viel Insulin da ist, ständig da ist, dass der abstumpft, dass der nicht mehr auf das Insulin reagiert. Der Körper ist einfach gesättigt mit Insulin und dann entwickelt sich eine Insulinresistenz. Bedeutet, die Bauchspeicheldrüse produziert zwar Insulin in Topmengen, alles super, aber an den Rezeptoren im Gewebe und an den Zellen funktioniert es nicht mehr, weil die nicht mehr drauf reagieren. Das hat erhebliche Konsequenzen, vor allen Dingen für den weiblichen Zyklus. Denn Insulin stimuliert die sogenannte Androgenproduktion. Das sind die männlichen Hormone, wie sie immer genannt werden. Auch Frauen haben natürlich Testosteron und Androstendion und DHEA und wie sie alle heißen. Aber eben auch nur in einer gewissen Balance. Und wenn zu viel Insulin zu viel Androgenproduktion führt, kann man sich vorstellen, dass das natürlich erhebliche Konsequenzen dann für den restlichen Zyklus hat. Insulin stimuliert also in den Eierstöcken die Androgenproduktion. Faktor 1, warum die Androgene steigen. Ein weiterer Faktor ist, dass zu viel Insulin ein bestimmtes Protein hemmt, das sogenannte SHBG, das sexualhormonbindende Globulin. Der Name sagt es dir schon oder du hast es auf dem Kanal auch schon gehört und gelernt. Das ist das bindende Protein, was die Sexualhormone sich schnappt und ins Tütchen packt und dadurch inaktiviert. Fahren wir dieses Globulin runter, steigen natürlich die Androgenwerte im Blut, denn es gibt weniger Taxis, wo das Androgen einsteigen kann. Zudem stimuliert Insulin direkt die LH-Produktion. LH wird dir vielleicht auch nochmal was sagen. Ja, wir blenden uns den weiblichen Zyklus nochmal ein. Das ist ja das Hormon, was in Zyklusmitte auch dafür verantwortlich ist, dass ein Eisprung stattfindet. Aber LH hat noch viele, viele mehr Funktionen. Und jetzt haben wir das Problem, dass natürlich zu viel LH da ist. Und was Insulin auch noch macht, es stört die Östrogenmetabolisierung. Also das andere weibliche Hormon wird jetzt auch noch gestört. Und ich glaube, man braucht jetzt nicht wirklich Medizin studiert zu haben, um zu checken, dass zu viel Androgene, Östrogenmetabolisierung, LH kommt durcheinander. All das ist natürlich ein riesen Cocktail, der den Menstruationszyklus komplett durcheinander bringt. Und damit stört Insulin eben auch die Follikelreifung. Also die Follikel, da wo die Eizellen im Eierstock drin liegen, die müssen ja heranreifen, Zyklus pro Zyklus. Das passiert aber nicht mehr, wenn man zu viel Insulin im Blut hat. Deswegen gibt es natürlich erhebliche Probleme. Und das klassische Bild dieser Insulinresistenz und der Hyperinsulinämie ist ein PCO-typisches Bild. PCO, das polyzystische Ovar-Syndrom, da war doch was. Video habe ich dazu gemacht, schau es dir gerne im Nachgang mal an. Die Frauen haben wenig bis gar keine Zyklen mehr. Es findet gar keine Blutung mehr statt, es gibt keinen Eisprung. Wir haben Problematiken mit einer Vermännlichung. Bedeutet ein Hirsutismus, also vermehrter Haarwuchs da, wo man vielleicht nicht haben möchte als Frau. Wir haben Probleme mit den Haaren. Haarausfall, ganz klassisch, führt zu viel Androgene, genauso wie
Hautproblematiken werdet ihr vielleicht auch schon mal kennengelernt haben. Und man kann sich auch vorstellen, Zyklusstörungen sind nicht gerade förderlich, wenn du jetzt Kinderwunsch hast. Und um das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, hat Insulin natürlich auch noch eine Nebenwirkung. Es führt zu vermehrter Fetteinlagerung. Und vielleicht hast du es hier auch schon mal gelernt, in den Fettzellen ist ein Enzym, das nennt sich Aromatase. Und Aromatase macht aus Testosteron Östrogene. Und wenn ich zu viel Fettzellen habe, habe ich irgendwann zu viel von diesem Östrogen. Weil du hast ja auch gehört, wir haben ja auch zu viele männliche Hormone. Also auch hier, ich mach's kurz, es bringt einfach alles durcheinander, wenn du zu viel Insulin in deinem Blut hast. Zweiter Stoff, der den Zyklus maßgeblich einschränken kann, ist Histamin. Du wirst schon davon gehört haben, es gibt ja auch Menschen, die haben eine Histaminunverträglichkeit oder sogar eine Intoleranz für diesen Botenstoff. Nichts anderes ist es. Es ist eine Art Botenstoff, der vor allen Dingen bei Entzündungsreaktionen ausgeschüttet wird. Wenn dich eine Wespe sticht, du irgendwo drauf allergisch reagierst, dann ist da Histamin im Spiel. Ja, wir kennen das alles. Es wird rot, quaddeln, es juckt, es brennt. Das ist eine ganz klassische Reaktion von Histamin. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich esse zu viel von histaminhaltigen Lebensmitteln, kann das natürlich auch im Körper passieren. Genau das, was wir oberflächlich auf der Haut sehen, nur halt innen drin. Und Histamin hat natürlich auch noch Einfluss auf den Zyklus, sonst würde ich es hier nicht ansprechen. Histamin kann nämlich die Freisetzung von GnRH, dem Gonadotropin-Releasing-Hormon, aus dem Hypothalamus herabsetzen. Das klingt jetzt ein bisschen fachchinesisch. Also sagen wir mal so, die oberste Instanz, die zur weiteren Kaskade führt, ist ja der Hypothalamus. Da wird GnRH freigesetzt, damit die anderen Hormone auch freigesetzt werden. Im Umkehrschluss, wenn GnRH nicht freigesetzt wird, weil Histamin stört, dann werden auch die anderen Kaskaden nicht angeschubst, also gibt es Zyklusstörungen. Und dann gibt es noch eine ganz krasse Wechselwirkung zwischen Östrogen und Histamin. Die ist echt abgefahren, da kann man sich vorstellen, dass sich das gegenseitig hochbauscht, denn Östrogen stimuliert die Freisetzung von Histamin aus den sogenannten Mastzellen. Also viel Östrogen, viel Histamin. Im Umkehrschluss macht Histamin eine Empfindlichkeitserhöhung für Östrogen. Habe ich also viel Histamin, wird der Körper empfindlicher für östrogene Effekte. Und man kann sich vorstellen, dass sich das natürlich gegenseitig total aufbauscht und zu viel Östrogen, wir sprechen auch jetzt mal wieder von einer Östrogendominanz, ah ja, da war ja auch was, das Video kannst du dir auch im Nachgang nochmal anschauen, ist natürlich auch nicht so toll. Und du wirst es vielleicht auch manchmal haben, dein Bauch kann so aufgebläht sein vor der Periode oder auch während der Periode. Endometriose-Patienten nennen das Ganze auch den Endobelly. Auch hier spielt Histamin eine riesige Rolle, denn wir haben die Entzündungsprozesse gerade angesprochen. Natürlich ist der Darm dort auch beteiligt, aber vor allen Dingen macht Histamin auch eine Erweiterung der Blutgefäße. Und du kannst dir vorstellen, wenn etwas weiter wird an Blutgefäßen und mehr durchblutet wird, dann gibt es da auch Wassereinlagerungen und allgemein bläht sich der ganze Unterleib eine ordentliche Portion auf, wenn da zu viel Histamin im Spiel ist. Zur Histaminunverträglichkeit wird es noch ein eigenes Video geben, ist auf jeden Fall in der Planung und schon fertig recherchiert, also abwarten und dann gibt es das nochmal ganz, ganz im Detail, welche Rezeptoren da eine Rolle spielen und auf was man achten soll. Eins sei auf jeden Fall gesagt, natürlich ist die Unverträglichkeit von Histamin sehr individuell. Es gibt solche Schwellwerte, die merkt man selber am besten. Die eine Frau kann also ein kleines Stückchen Parmesan essen und hat schon die heftigsten Nebenwirkungen von diesem Histamin und die nächste isst einen ganzen Klumpen an Parmesan und hat keine Probleme. Also diese Schwelle zwischen den Menschen, die ist natürlich ganz individuell. Und dann kommen wir noch zum dritten Punkt, das ist das rote Fleisch. Und da haben wir ein großes Problem, oder jedenfalls viele Frauen haben ein großes Problem, dass in diesem roten Fleisch einfach wahnsinnig viel von der Arachidonsäure drin ist. Und diese Arachidonsäure wird über einen Prozess in sogenannte Prostaglandine umgewandelt. Habe ich hier auch schon hoch und runter dekliniert auf dem Kanal. Das Problem bei zu viel Prostaglandin ist einfach, dass wir sehr schmerzhafte Perioden generieren, weil dem Prostaglandin eine Schlüsselrolle zukommt bei der Uteruskontraktion, also dem Zusammenziehen der Gebärmutterwand und auch dem Abschilfern der Gebärmutterschleimhaut. Habe ich zu viel Prostaglandin, habe ich einfach das große Problem, dass hier eine Überschussreaktion stattfindet, die zu erheblichen Problemen während der Menstruation führen kann. Natürlich ist es ganz wichtig, hier nicht päpstlicher als der Papst zu sein. Natürlich darfst du auch mal rotes Fleisch essen. Natürlich darfst du auch mal histaminhaltige Lebensmittel essen. Natürlich darfst du auch mal ein bisschen Zucker zu dir nehmen. Wir dürfen ja auch alle trotzdem leben und genießen. Ich kann dir also wirklich mal empfehlen, 4 bis 6 Wochen mal rigoros drauf zu verzichten, gerade auch beim Thema Zucker. Es ist unfassbar, was für Effekte man in so kurzer Zeit erzielt, wenn man das diszipliniert mal durchführt. Und ich empfehle auch immer nicht zu sagen, ich mache ab jetzt gar nichts mehr, sondern wirklich peu à peu zu reduzieren und dann mal so ein Zeitintervall einzubauen, wirklich nur mal von 4 Wochen, wo man wirklich krass drauf verzichtet, zum Beispiel auf den Zucker, den raffinierten Zucker, der irgendwo zugesetzt ist.
Also Augen auf bei Fertigprodukten, Säften und so weiter, wo eben zusätzlicher Zucker drin ist. Und dann kannst du es auch gerne mal zeitgleich ausprobieren, weniger Fleisch zu konsumieren. Und ja, achte mal drauf, wenn du am Vortag histaminhaltige Lebensmittel zu dir genommen hast, dann muss man sich natürlich erstmal reinfuchsen, welche Lebensmittel enthalten viel Histamin. Wie es dir in der zweiten Zyklusphase kurz vor der Periode oder auch während der Periode dann geht. Einfach mal wirklich tracken, ich habe das gegessen, am nächsten Tag habe ich so ein Belly und mir geht's nicht gut, ich fühle mich aufgeschwemmt, ich fühle mich aufgedunsen. Und ja, Fleischreduktion, ich meine, es geht seit 5 Jahren durch die Presse noch und nöcher. Klar, es hat einen unfassbaren gesundheitlichen Vorteil, darauf zu verzichten oder es zumindest zu reduzieren. Und du hast jetzt auch den Hintergrund verstanden, was das für einen Effekt haben kann auf schmerzhafte Perioden. Wenn du in dieser Richtung Probleme hast, also auch Richtung Adenomyose, Endometriose, dann würde ich da auf jeden Fall diesen Schritt mal gehen und versuchen zu reduzieren. Das Thema Adenomyose, das hat dich gepackt, darfst du dir hier gerne mal anschauen. Und noch ein ganz wichtiges Thema, Östrogendominanz, das hast du auch rausgehört. Hier unten darfst du dir das Video gerne mal angucken. Und wir haben es anfangs erwähnt, mir hilft total, wenn ich euch helfen soll, dass ihr mir einfach ein Abo da lasst. Also bis zum nächsten Mal und viel Spaß.